Hallo, ich bin der Vogelfreak und in diesem Video möchte ich über ein Thema reden, was mir einmal sehr am Herzen liegt, was aber auch früher oder später jeden Vogelhalter betrifft. Und das ist hier egal, welche Vogelart, ob Wellensittich, Nymphensittich, Kanarienvogel, Zebrafink, keine Ahnung was. Jeder Vogelhalter hat ein Problem und das wäre, dass wenn einer der Schützlinge einen Tierarzt braucht, es sehr, sehr schwer ist, einen vogelkundigen Tierarzt zu finden. Oft sucht man lange nach einem vogelkundigen Tierarzt, oft ist es auf den Internetseiten nicht ordentlich angegeben, was so das Fachgebiet von dem Tierarzt ist. Und wenn man dann endlich mal einen Tierarzt gefunden hat, der eben vogelkundig ist, dann ist ganz oft das Problem, dass der vielleicht auch viel zu weit weg ist und man mit seinem kranken Vogel die Strecke einfach nicht aufnehmen möchte. Das ist ja für den Vogel auch purer Stress. Und deshalb entscheidet man sich dann vielleicht doch nochmal um und nimmt einen Tierarzt in seine Nähe, der eben nicht vogelkundig ist. Da kann man dann auch eine gute Erfahrung machen und der Tierarzt hilft einem weiter. Ich hatte aber schon selber auch die Situation, dass ich dann selber der Fachmann im Raum war, der Tierarzt gar keine Ahnung hatte, nicht mal wusste, wer den Wellensittich anfassen soll und ja, mir am Ende auch nicht weiterhelfen konnte. Eine sehr skurrile Situation, die ich auch schon hatte, war, dass der Tierarzt meinen Wellensittich untersucht hat und dann irgendwann währenddessen angefangen hat, über das Fell von meinem Wellensittich zu sprechen. Da musste ich auf jeden Fall sehr schmunzeln. In dem Fall war das wirklich ein netter und freundlicher Tierarzt, der mir sogar auch weiterhelfen konnte. Trotzdem bin ich mit meinen Vögeln jetzt nicht nochmal zu diesem Tierarzt hingegangen, einfach weil ich da nicht das Gefühl hatte, dass da meine Vögel mit dem nötigen Fachwissen behandelt werden. Mittlerweile gehe ich zu einem anderen, nicht vogelkundigen Tierarzt, der sich einfach durch seine Berufserfahrung viel Wissen über Wellensittiche angesammelt hat und mir dadurch bis jetzt auch immer gut weiterhelfen konnte. Ich selber habe länger nach diesem Tierarzt gesucht und habe ihn am Ende nur gefunden, weil andere Vogelhalter mich darauf hingewiesen haben, dass dieser Tierarzt ganz gut ist und dass man zu diesem Tierarzt auch gehen kann. Und deswegen habe ich eine Bitte an euch. Ich habe zwar nicht die allergrößte Reichweite, aber mittlerweile ist es schon so weit, dass ich ein paar Leute auch erreiche mit meinen Videos. Und wenn ich damit irgendwas bewegen kann, auch wenn es nur das Kleinste ist, dann möchte ich das damit auch gerne tun. Und deswegen meine Bitte an euch. Schreibt Google-Rezensionen über die Erfahrungen, die ihr mit euren Tierärzten gemacht habt. Über das Internet ist es, wie schon gesagt, sehr schwer, ein Bild von einem Tierarzt zu bekommen. Und das Beste, was einem da weiterhilft, sind einfach Erfahrungen von anderen Vogelhaltern. Und die kann man eben am allerbesten in den Bewertungen von dem Tierarzt nachlesen. Wichtig ist hierbei nur, dass ihr die Nachrichten, vor allem wenn ihr was kritisch anmerkt, freundlich schreibt und respektvoll in der Bewertung eben auch mit dem Tierarzt umgeht. Ansonsten wird das eben auch sehr schnell wieder gelöscht. Mir hat genau das bei meiner Suche nach einem Tierarzt sehr viel geholfen. Bloß leider ist es nicht so weit verbreitet, dass das eben Leute machen. Genau deswegen hier meine Bitte, schreibt die Rezension. Es hilft wirklich weiter und ihr könnt damit was bewegen. Danke an alle, die sich das angehört haben. Danke an alle, die das machen und die damit Vogelhaltern die Suche nach einem Tierarzt, der ihrem kranken Vogel weiterhelfen kann, vereinfachen. Und damit bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag.